Okay, let's go! Ich bin ziemlich sicher. Naja. Hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Da müssen wir auf jeden Fall wieder hin. Können wir diese Sachen hier bestimmt einsetzen. Wo bin ich? Und nochmal, wie mache ich die Map auf hier? Hier sehe ich doch bestimmt jetzt Schätze auch. Ah, guck mal. Verlassene Schublade. Verschlossene Schublade, okay. Schatz. Ja, warte mal, das ist doch deine Fabrik. Habe ich da einen Schatz übersehen? Und zurück. Sag ich. Zurück! Der Ruder zurück! Zurück geht's! Ein Schnatz. Hallo, Fremder. Hallo, Fremder. Damage, danke für 13, mein Lieber. Willkommen zurück. Warte mal, ging's hier auch lang? Nee. Ja, das war die hier. Okay, da war ganz, ganz weit hinten noch eine Schublade, die ich übersehen habe, oder was? Ja, da steht nicht verschlossene Schublade. Ah, hier. Aha, Saphir, jetzt haben wir alles. Klasse. Oh, Wimbruch hätte ich das nicht gesehen. Ha. Na gut, deswegen haben wir den Schatz, die Schatzkarte mitgenommen auch. Lohnt sich, sage ich. Für eine Spinnel. Krass, Spinnel haben hier einfach eine andere Funktion. Finde ich gut. Nicht gut. Interessanter Humor. Ah, hier ist da. Bing Bong. Freeze. Arschbohrer kriegt jeder, Madame. Hab ich gesagt. Aus dem Weg. Müssen auf jeden Fall... Ja, ich denke, ich sehe die Schätze jetzt eh. Oh, ich habe so Bock, Chat. Das macht so viel Spaß schon wieder. Wow. Oh mein Gott. Oh, das sieht ja so geil aus. Das ist hier die Szene, wo man zwei Parts für die Tür braucht. Das wird wahrscheinlich die Tür sein, wo ich vorhin war. Boah, das ist eine schwere Szene hier. Im Main Game ist hier schon schwer. Real Talk. Boah, das sieht ja so geil aus. Holy. Geht nicht auf. Sag doch mal, Chat. Guck mal. Mit dem Wind und so. Boah, da kommt voll das Feeling auf. Oh no, den hab ich schon gesehen. Ich habe extra nicht pariert, weil ich dachte, ich schaff's noch. Oha, jetzt zieht er so. Ein Crit, gut. Oh, das Aim ist so katastrophal schwer. Sieht aus, als hätte ich übel PP-Aim-Chat, aber ich sag doch, wie es ist. Ist einfach schwer. Ich habe auch keine Ziele für gerade auf die Distanz. Wow! Ich glaube, ich brauche eine Brille ab jetzt, Chat. Jetzt ist schwierig. Ja, okay. Zwei Dynamitstangen into. Ich werde beim Aufstehen tot gegrabt. Ja, okay. Gewillt. Erstmal. Geil, und da geht's hoch und da wird der erste Part sein wahrscheinlich. Super, die Waffe. Bis jetzt. Nicht schlecht, ne? Weißt du was? Das Messer ist hier kaputt. Kann ich es zurückwerfen? Die Frage hat sich erübrigt gerade, Chat, ganz plötzlich. Thank you, sir. Oh, der sprengt für mich alle weg auf korrekt. Langsam habe ich genug. Shit. Oh,
Geil, wie der da runterfällt, wow. Ja, wenn man geilere... Ach, boah, ich werde das so fühlen, wenn ich auf Maus und Keyboard spielen. Holy shit. Einfach so richtig confident, präzise in die Hand schießen. Boom, weg. Aber auf Controller und kaum Zielhilfe. Auf Veteran hast du halt noch weniger Zielhilfe. Aber ich glaube, vielleicht kannst du es auch einstellen. Hattest du doch hier im Game, oder? Aber ist jetzt eigentlich ganz okay. Gibt es Zielhilfe hier? Kamerabeschleunigung. Also es gab Zielhilfe. Zielhilfe aus. Diese Option ist... Diese Option ist nur in den Spielmodi assistiert und Standard verfügbar. Ah, chillig. Korrekt, dass ich mit dem Daumen, mit dem scheiß Daumen einfach zielen darf und keine Zielhilfe krieg. Und auf Maus und Keyboard bin ich auf einmal, ich bin John Wick. No Cap, Maus und Keyboard, ich bin John Wick. Den Kopf, den in den Kopf, den in den Kopf. Shotgun raus, den in den Kopf, TMP raus, alle Kugeln treffen. Oder auf Controller ist einfach, was, du spielst auf Veteran? Wir können dir nicht helfen, mein Bro. Oh! Dem hat's das Rückgrat so ein bisschen weggefetzt, Chat. Habe ich noch ein Ei in der Hose? Nee. Ich nehme mal das goldene Kraut hier. Mach mal einen ruhigen hier. Müsste hier nicht eine Leiter nach oben sein oder sowas? Sit. Also mit meinem Bolzenschneider kommt. Okay. Benutze ich das Knife? Mein Knife ist eh fast kaputt, dann kann man das immer mal benutzen. Weil das nimmt irgendwie 90% oder. Ja, so 90% Damage macht das an einem Knife, wenn du einen Plager finishst. Ist halt sehr, sehr smart, das dann zu benutzen, wenn der Knife eh fast kaputt ist. Küchenmesser halten halt nichts aus, Alter. Dann kannst du halt nur ein paar Mal nutzen. Eis da! Wow! Du hilfst hier so gut. Ich höre sie genau vor mir, aber bin ich blind? Sehen tue ich sie irgendwie nicht. Da oben chillt die. Aiba eso! Ich höre noch mehr. Gotcha. Okay, dann gehen wir erstmal da hoch, weil da ein Part sein wird erstmal. Ach du Kacke. Aus dem Weg. Er ja, reagiert leider nicht. Boah, sich zu befreien, 90% des Knives weg. Eieieiei. Weg hier. Ich dachte, er kommt nicht durch, aus welchem Grund auch immer. Junge, Junge, wie viele hier auf einmal wieder spawnen. Es ist so schwer zu aimen. Piss dich. Oh mein Gott, ein Plager. Verfick nochmal. Die Shotgun hat Wumms, das gefällt mir. So, hier ist ein Teil für die Tür. Nee, ist ein Rubin drin. Was? Und gebaitet, Alter. Junge, May, also... Bro, das ist der heftigste Bait ever. Hier ist eigentlich ein Teil für die Tür immer drin. Im Main Game. Dann dodgen wir ein junger König, nur um dann viermal daneben zu schießen. Boah, close one. Das ist so schwer zu aimen. Oh fuck, keine Muni mehr. Ich will mein Knife nicht benutzen. Das ist mein letztes Knife.
Ach du Scheiße, das sind ja immer mehr. Bro, schießt einfach zweimal daneben gefühlt, Alter. Ist das geisteskrank. Oh, erste Hilfe rein. Da zündet wieder jemand sein Dynamit. Weg. Ein Küchenmesser, strong. Küchenmesser immer klasse. Wow, wow, wow. Wo wirft der den Scheiß hin? Weißt du was? Ich mach das Ding mal hoch. Keine Ahnung. Vielleicht bleibt das ja. Bleibt glücklicherweise. Hier ist bestimmt auch irgendwo noch ein Schatz, aber wir sollten erstmal hier clearen, Alter. Hier ist ja die Hölle los. Kannst du dich mal auf korrekt selbst sprengen, Bro? Das ist unfair, mein Freund. Du alter Sack. Spinn's doch. Und Bing Bong. Nicht schlecht, ha? So. Okay, das war nur ein Weg zurück, glaube ich. Ist es? Ich glaube, es ist nur ein Weg zurück. Ja. Das ist my way back. Hier ist bestimmt ein Schnatz irgendwo. Nee, ist nicht. Guck mal, hier ist keiner. Gotcha baited. Wir gehen mal weiter. Wir haben ja irgendwie nichts abgecheckt. Hier müsste auch ein Teil drin sein. Erinnert auf jeden Fall sehr dran. Meine Munition ist sehr knapp, Alter. Kleiner Schlüssel. Naja. Hier geht eine Leiter hoch, ja. Okay, das ist wie Main Game hier, der Raum. Sorry, mein Bro. Was für eine Sprache sprechen die Eingeborenen? Ich verstehe nur Uga Buga. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen racist ist. Vor allem, was auch ein bisschen peinlich ist, weil es einfach Spanisch ist. Das ist einfach nur Spanisch. Digga, hä? So. Keine Ahnung, ist ja nicht mal so irgendwie so eine nicht so weit verbreitete Sprache, also so eine weltweit bekannte Sprache, noch viel benutzte Sprache. Wow! Ah, mein Knife benutzt wollte ich eigentlich nicht, aber scheiß drauf. Kommt ihr denn schon wieder alle her, verfickt nochmal? Oh, ist immer schön, mehr drauf einmal zu kicken. Habe ich den einen Dude irgendwie runterbekommen? Dein Arm ist ab. Und guck mal bei seinem Arm, da hast du der Plager, der da rauskommt. Übel cool gemacht. Nicht sterben, Leon. Ich war zu gierig. Ich wollte mein Knife nicht benutzen. Bro, ich schieße ihn aber auch wieder aus 1 Meter Distanz einfach daneben. Ich schieße so in den Arm und sowas. Oh no, nicht alles nochmal, oder? Alles nochmal. Das ist der Trümmerbruch. Ja, aber genau so war das im Main Game. Es war hier echt schwierig. Real Talk. Digga, der hat das Fass hinter mir gesprengt. Der Bastard. Oh mein Gott, das habe ich noch gebraucht. Knife weg. Boah, das ist so ressourcenintensiv.
Das ist unendlich ressourcenintensiv, leider. Eieiei. Oh, ein Plager. Habe ich eine Blend? Nee. Oh, warte mal, das Fass steht noch. Wait, what? Sehr gut. Hä, komm schon, ich habe L1 gedrückt, Keule, Mimäule. Ich dachte, ich kann es dodgen. Schade. Boah, ist das wieder ressourcenintensiv. Ist das der Wahnsinn. Ich hab mich da deppert. Teuer. Ja, diese Stelle, wie ich gesagt habe, ist auch im Main Game sehr schwer. Boah, das Knife tut so weh, das so zu wasten. Oh, raus mit dir. Kriegt so eine Kugel ab und denkt sich so, naja, nicht mein Problem. Ob das mehr Schaden macht, wenn ich die an eine Wand haue? Viel Spaß damit. Loser. Da wächst dem Plager leider. Kacke! Jetzt habe ich mein Knife gewastet, aber habe keinen Finisher gemacht. Oh Mann! Und er lebt immer noch. Ey, ich sag's, wie es war, so ein Waste, diese Harpune zu kaufen. Die ist halt Quatsch. Die war Quatsch. Die ist halt nicht mal 100% accurate. Verdammt! Ich hab gar kein Messer mehr, Junge. Und schieß erstmal wieder daneben. Ich will Zielhilfe haben, ganz tolle. Ich hab gar kein Leben mehr. Ja, der Run vorhin war viel besser. Nur weil ich ein Messer gegreedet habe, bin ich gestorben. Richtig sinnlos. Aha, Loser. Die Shotgun hat so einen Bums, Alter. Ist das geil. Geschichte im Schacht, Freunde. Hört nicht mal auf hier, als ist das krank. Okay, kriege ich den Pfeil zurück wenigstens? Kriege ich, okay. Okay, hey, das ist dann... Er sollte vielleicht ein bisschen mehr nutzen, auch so im Nahkampf. Wir müssen aber mal testen, bei einem Full-Life-Ganado, wie viel Schaden das tatsächlich macht. War mal hier schon drin? Ne. Machen wir nicht. Erste-Hilfe-Spray, Big. Und das goldene Kraut auch noch. Nicht vergessen. Sehr stark. Und eine ganze Kleinstadt hier, ja. Hier geht's ab. Klingt, als wäre der Typ immer neben mir, ne? Kleiner Schlüssel. Ich hab ein Knife, ich Idiot. Wo hab ich das her? Boah, das war close, Alter. Das war actually pretty fucking close. Sorry, keine Absicht. Oi, wo ist so?
Eine Blendgranate, big. Blendgranaten sind immer nützlich, um Ganados, also Parasiten, instant zu killen. Also der Last Plagas, wenn er sich zeigt. Ich habe sogar gestern ein Video gesehen, Chat. Ultra geiles Detail, wenn das auch hier so Main Game ist und vielleicht kein Bug war. Du kannst jemanden mit einer Blendgranate treffen, dem ein Ganado wachsen würde. Dem ein Last Plagas wachsen würde. Und wenn du ihn danach tötest, kommt kein Last Plagas mehr raus. Also der stirbt auch vorher schon, der Plagas in ihm. Wenn da was dran ist, ist halt mega geil. Nochmal springe ich da nicht runter, das kannst du mir glauben. Will ich nicht. Nutze ich nicht. Ah, hier ist das Medaillon. Sechseckiges Wappen. Weißt du was? Ich nutze es. Hit aufs Haus. Ich dachte schon, ich hätte jetzt daneben geworfen. Ein bisschen cringe gewesen. Digga, ich höre so die Knochen knacksen, wenn ich jemanden trete. Das ist köstlich. Jo, ich höre alles brechen. Hört ihr das Knochenknacksen, Alter? What? Das kann er? Doppelfaustschlag into Grab? Das ist Wahnsinn. Ei, war es so. Okay, wir haben eigentlich alles, ne? Ich will trotzdem alles klären und 100% untersuchen. Ich weiß nicht, ob man da hoch kann, wo die Dudes da sind. Bro, wo ist der Bratan, der die ganze... Da oben ist er. Der die ganze Zeit Dynamit nach mir wirft. Sag mal. Kylo, du spinnst. Guter Sprung, Leon. War necessary, Kapi. Oh, actually... Könnte nice sein, wenn ich jemanden in den Kopf treffe und dann direkt. Könnte nice sein, aber. Fuck you. Nice, den wollte ich noch bekommen. Klasse. Mich die immer wieder aufheben kann. Ja, okay, ne. Hol du dir einfach einen Pfeil im Gesicht. Tja, ich hab dir einfach eine zweite Nase geballert. Ah! Unnecessary, musste nicht sein. Schade. Sehr geil. Very useful. Wir waren noch andere Bolzen. Wo sind sie hin? Da hinten scheint noch was zu sein. Lass mal erstmal. Oh nein, ich muss wieder. Oh fuck. Ich muss wieder hoch, vergessen das Rad zu drehen. Ah doch, hier sind die Bolzen doch. Schön. Ja doch, die Bolzen sind vielleicht nicht so stark, aber jedes Mal, wenn ich einen Gegner zum Taumeln bringen kann und die Munition wieder aufheben kann, dann sind die nicht bad. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob die accurate sind, ob die Bullet Drop haben, wie das aussieht, das müssen wir mal gucken. Ach schon. Ist das 1 zu 1 wie das Original oder gibt es neue Inhalte? Ist es nicht 1 zu 1 wie das Original? Manche Gegenden sind sehr inspiriert, die sehen sehr gleich aus wie die hier. Aber das sieht ja, also das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen. Es gibt auch komplett neue Gebiete, neue Cutscenes, Sachen sind anders gemacht, also hier ist schon, das ist schon anders. Das ist schon anders. Parkour! Ich glaube, wir haben alles. What the fuck? Where are you coming from? Wie hat es jetzt doch ein Ende genommen? Ist jetzt neue Gegner gespawnt, Bro? Ich hab Pistol Ammo. Oh, guter Wurf. Knapp. Psst, da oben Ruhe. Lebt die noch? Laber jetzt, laber sauber. Nee, die hat noch gestöhnt kurz. Guck mal, der Plager. Bah, Dicker. Wie eklig sieht der Plager bitte aus? Der hält ja komplett den Körper zusammen.
Ist das geisteskrank. Die Mutationen später werden interessant. Okay, hier oben habe ich noch ein Fass vergessen, wie es scheint. Ich höre hier immer noch den ein oder anderen Granado rumlatschen. Mach Ruf hier. Oben haben wir noch ein Fass. Hier Schließfächer. Kann ich immer nur eine Tür öffnen? Ja, wie es scheint. Okay. Immer alles abchecken. Wir lassen nichts liegen. Wir spielen auf Veteranen. Hier, jedes bisschen Munition wird gebraucht. Ist klar, oder? Ich höre hier immer noch ein paar Leute. Gib her die Muni. Köstlich. 10 Kugeln. Köstlich, schmöchlich, saftig, knaftig. Senora? Ja, komm mal her. Okay, man kann aber nicht hier hoch, oder? Da wäre jetzt eine Leiter zu der da hoch nicht gesehen. Irgendwie komplett unnötig, Muni da zu wasten, weil kann er eh nicht hoch. Ne, Mann, hier ist nichts. Guck mal, im Main Game, wisst ihr, wie das im Main Game ist? Krass, guck mal. Im Main Game kommt man von hier. Hier ist eine Tür und da ist auch der Händler mäßig. Also diese Schlucht existiert nicht. Man kommt hier rein im Main Game und diese Connection zum Dach ist auch nicht da. Und dann geht man hier runter. Dann steht hier ein Granado. Dann kommt man hier runter und dann läuft man hier lang und dann ist da die Bude. Da oben ist ein Part. Dann kann man hier rechts lang und natürlich hier hoch und dann ist da das andere Part. Aber hier in dem Game hier ist oben der Rubin. Es ist sehr gleich, nur geil gemacht, dass man nicht hier anfängt, um zu dieser Gegend hier zu kommen, sondern dort. Und dort geht man eigentlich im Main Game hin. Aber jetzt hier, jetzt im Remake kommt man von da und geht auch da wieder raus. Schon cool gemacht, Alter. Wo kommt der Typ jetzt her? Ach, scheiß auf den. Wir haben hier keinen Schatz, richtig? Dann gehen wir weiter. Andererseits ist es alles rot, als wäre hier noch Loot. In Resident Evil Teilen immer, wenn du auf die Karte guckst und die Karte roten Hintergrund hat, heißt das, da ist eigentlich noch Loot, aber scheiß drauf. Hat Wiedererkennungswert hier. Klasse. Okay. Warum tust du dir nicht was Gutes? Willkommen. What are you buying? Sollen wir uns die Sniper auch gleich kaufen? Beim Kauf des Zielfernrohrs gratis dazu, nur für kurze Zeit. Sollen wir machen? Ich denke, es ist Geldverschwendung, ein bisschen Sniper zu kaufen. Aber scheiß drauf, wir wollen alles testen. Lass machen. Schick deinen Gegnern aus der Ferne eine gute Nachtkugel direkt zwischen die Augen. Ich will eigentlich jede Waffe testen, deswegen. Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst. Gratis dazu, Sonderangebot. Gehört dir, Fremder. Thank you, Sir. Wäre das dann alles? Habe ich noch irgendwas? Ich weiß nicht, ob ich diesen Schlüssel hier verkaufen kann für einen Taui. Warum kann man denn einen Key-Gegenstand verkaufen wieder? Stirb mir da draußen. Jetzt bin ich mal gespannt. Nicht weg. Packen wir das mal hier in den Schnellzugriff. Das ist auch so geil, der Schnellzugriff, ne? Das ist so ein Quality of Life, dass man nicht immer hier... Ach was, und dann geht man in die Ego-Perspektive. Wie geil ist das denn gemacht? Cool. Okay, da muss ich wahrscheinlich Zubehör so machen. Ja. Okay, krass. Ja, das wird krachen, glaube ich. Damit jemanden in den Kopf zu schießen, wird krachen, glaube ich. Cool. Ne, hier wollen wir nicht lang. Muss speichern einmal? Komm, lass speichern. Geil. Oh, ich hab zu viel Spaß, Chat. Du hast zwei Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Ja. Warte, das könnten wir mal probieren. Kann nur einmal verwenden. Ach, was? Okay, und diese kleinen Schlüssel, die gibt's für mehrere Schätze sozusagen. Und du kannst dich entscheiden, wo du den einsetzen willst. Wir hatten ja hier eine Schublade. Was haben wir? Aha, die elegante Maske. Geil, wie im Main Game ein Superschatz. Ist das auch die, die ich... Boah, das wäre natürlich jetzt geil. Kann ich die hier... Gar nicht. Alter, man kann sich sogar entscheiden, wo man die einsetzt. Wie cool ist das denn? Und jetzt ist das schon Maximum. Der maximale Schatz. Geil, Alter. Der hätte hier nicht reingepasst. Guck mal, da steht sogar dabei, wenn du das Rote einsetzt, 3000 Pithetas, bei Blau nochmal plus 4000, bei Gelb nochmal plus 7000.
Drei Farben, 1,3-facher Bonus. Also, warte mal, will ich jetzt 24.000 dafür kriegen? Bro, fucking Stonks, Alter. Willkommen. Oh, was kann ich dir lösen? Ja, das ist natürlich viel Cash. Besten Dank. 24.000 schmeckt. Schmeckt. Rezeptbolzen, will ich die machen? Ehrlich gesagt, nicht so interessiert jetzt. Bin ganz cool, aber jetzt... Naja. Warum also, Digga, das war schon gut Cash. Chris Cross, danke für den 17. Monat. Und Mr. Lux, danke auch für 22 Monate. Vielen, vielen Dank. Tune? Will ich was tune? Ehrlich gesagt, nicht so. Wenn du auch nur den vielleicht überlege ich, die Shotgun willst, zu pimpen. Solltest du übers Tune nachdenken. Aber selbst da... Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen, oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Du laberst mir ein bisschen zu viel, du Eierkopf. Wie geil war die blaue Flamme. Okay, die ist eher lila, aber so Main Game war auch immer so blaue Flamme. Dann wusstest du, okay, ja, der Händler, jetzt kannst du ein bisschen chillen. Oh, ich soll drehen. Cool gemacht. Ein bisschen kordeln. Fließende Übergänge, keine Türen, wo du ewig warten musst. Ah, ist das geil. Chat, versteht ihr, wie sehr ich es liebe? Ihr versteht es, glaube ich, nicht. Oh Gott. Das ist einfach mein Lieblingsgame of all time. Wurde einfach geremaked. Und ich einfach gesagt, komm, machen wir nochmal. Das ist einfach klasse. Also ich verstehe die Armbrust nicht, Chat. Der Typ hat einfach ein paar Pfeile drinne. Hier kannst du haben. Gib mir meine Bolzen weg. Ist die dumm? Ja! Ich hab ein paar Raben. Ist das geil? Warum macht mir das so viel Spaß? Ich habe zu viel Spaß. Ich glaube, ich darf gar nicht so viel Spaß an einem Videospiel haben. Das sollte verboten sein. Da liegt Munition. Die wird mir einfach markiert. Poggers. Wahrscheinlich, weil ich sie gesehen habe irgendwie. Davor stand, aber es nicht gesehen hat mäßig. Ja, warte mal. Hier links? Ach ja, guck mal. Tatsächlich. Hätte man hier sneaken können. Rohstoffe L? Rohstoffe L? Ach was, und die... Das ist nochmal ein anderer Munitionstyp, Rohstoffe L. Okay, damit kann man, ne, TMP-Munition schon machen. Ist hier ein Schnatz, oder was? Uiuiui, ein Saphir. I'll take that. Bin ich confident genug zu schießen mit dem Scheiß-Controller. Wahnsinn. Habe ich ein Ei irgendwo? Nee, ne? Boski, danke für 17 Monate. Bitte das. Cash, 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 cash. Nothing else? Oh, zwei Schätze sind hier noch markiert. Die Schatzkarte ist also ein Must-Have. Wow. Treffer. Diesmal hatte ich Confidence, Chat. Damn. Guter Schuss, guter Schuss. Okay, da kann man auch auf jeden Fall in die Bruchbude mal rein. Cash. Ich höre hier ein Granado. Ein Rubin hat der gedroppt. Bro. Bro, hä? Ich mache so einen geilen Shot und werde so hart belohnt. Oh Gott, wo kommen die denn jetzt her? Bro, ich hätte einfach belohnt mit... Oh, fucking hell no. Ist der dumm, Chat. Idiot. Sorry, keine Absicht. Knives zu benutzen ist teuer, ich weiß, aber Knives gegen Salvador, zumindest in der Demo, hat geisteskrank viel Schaden gemacht.
Boah, zweiter Attack. Damit habe ich nicht gerechnet gerade. Aus dem Weg. Loser! Freeze! I said freeze! Aha, und so macht man ein Salvador platt, Chat. Ein Smaragd Cash. Gewehrmunition, klasse. Was gibt's hier in der Bruchbude so? Dreht hier sich so. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was es einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Was leuchtet denn da so blau im Untergrund? Salazar! Revolusa? Check ich nicht. Das ist eine Anspielung bestimmt auf irgendwas, was ich nicht verstehe. Haben wir hier etwa ein Vogelnest hier? Ah, guck mal. Das sind die Vogelnester in diesem Game sozusagen. Noch ein Saphir. Ja, und hier ist dieses berühmt-berüchtigte. Erstmal das Holzbrett abschießen, dann den Schatz, damit der Schatz nicht dreckig wird. Boom. Perlenkette. Mehr Cash. Dane Hitschmann, danke dir für den 19. Oh mein Gott, bin hyped. Ich bin mehr hyped. Ich habe so viel Hype. Und so viel Spaß.